Hey Kinder, hier ist der unglaublich tolle Steel Awesome. Ihr wisst ja schon, dass ich ein paar richtig coole Dinge kann. Oh, ja, so etwas kann ich. Und ich könnte das wieder machen, aber stattdessen habe ich sehr hart am allertollsten Trick der Welt gearbeitet. Noch viel besser als das. Ja, noch viel besser als das. Und darum lade ich alle ein, die etwas Unglaubliches sehen wollen, mir bei meiner Steel-Show zuzugucken. Am Freitag im Schnellfurt-Abenteuerpark. Wow. Es wird unglaublich. Mit dem unglaublichen Steel Awesome. Wow. Oh, wow. Hat er gerade gesagt, dass er nach Schnellfurt kommt? Ja. Und er sagte, am Freitag? Ja. Ist heute nicht Freitag? Mhm. Wir müssen jetzt alle erste dort sein. Ja, ich werde ganz vorne stehen. Nur über meinen platten Reifen. Versuchen wir es doch mal. Wir sollten einzeln durchfahren. Ja, ja. Richtig einzeln. Geht klar. Und ich fange an. Hey, warte. Er ist gut. Ich bin schon auf Steels neuen Trick gespannt. Wisst ihr, er hat mal einen Superdreher gemacht. Etwa so. Es hat überhaupt nicht wehgetan. Mir geht's gut. Wie er wohl in die Kurve geht. Mir geht's gut. Ich hoffe, er macht eine Luftradbremsnummer. Das wäre echt super. Wow, was ist das für ein cooler Trick, Loop? Das ist kein Trick. Irgendwas Komisches passiert hier. Sieh dir das an. Dein Hinterrad ist platt. Oh nein, das kann doch nicht sein. Wenn die Luft raus ist, kommen wir nicht rechtzeitig zur Steel Awesome Show. Seht ihr? Er ist nicht platt. Los geht's. Wir müssen dich zu Maxwell bringen. Wir schaffen das noch, wenn wir uns beeilen. Komm her, ich kann dich ziehen. Endlich sind wir da. Das Ziel war super anstrengend für meinen Motor. Was ist das? Käse? Ja, gemischt mit einem bisschen leckerer Knoblauchsoße. Was macht ihr denn hier? Tja, mein Reifen ist platt. Den muss Maxwell reparieren. Ich hab gleich Zeit für dich, Loop. Gleich, wenn ich mit deinem Bruder fertig bin. Pepperoni? Ja, ich habe eine extra große Pizza Pepperoni und Käse ausgeliefert. Und das ist nur der Anfang. Aber, so lange kann ich nicht warten. Wir wollen in den Park fahren und Steel Awesomes neue Show angucken. Steel Awesome? Hier? In Schnellfurt? Wir sind genau jetzt im Park. Wirklich? Das passiert nicht gerade jeden Tag. Wartet kurz. Und währenddessen, Loop, versuch nicht auf dem Hinterrad zu stehen. Wir wollen es doch nicht noch schlimmer machen, oder? Ach, Menno, ich komme nicht weg. Ihr könnt schon mal ohne mich fahren. Nein, 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 vergiss es. Die Bike Buddies helfen jedem Bike. Du kommst mit uns mit, Loop. Wir müssen nur rausfinden, wie wir dich dahin bringen können. Wartet! Ich habe eine Idee! Wow! Ein Motorradanhänger! Warum sind wir denn darauf nicht schon früher gekommen? Wow! Ich überhole! Entschuldigung, Leute, ich hab's eilig. Wusstet ihr, dass Steel Awesome hier ist? Ja! Wir sind auch auf dem... Keine Zeit! Steel Awesome! Yeah! Woohoo! Wir müssen flitzen, oder wir verpassen die Steel-Show. Dann fahrt schneller. Festhalten, Lou. Ich werde der Straße mal zeigen, wer der Boss ist. Ich bin der Boss. Juhu.
Wir haben es geschafft und noch nichts verpasst. Siehst du, Luke? Ich hab ja gesagt, wir sind rechtzeitig da. Oh nein. Was ist los? Ah. Luke ist weg. Er ist bestimmt auf dem Weg runtergefallen. Da fällt mir ein, der Anhänger fühlte sich leichter an. Ich dachte, ich wäre stärker geworden. Wir müssen ihn finden. Wenn wir schnell sind, können wir vielleicht noch rechtzeitig den Trick sehen. Geschafft. Ich komm da irgendwie hin. Überlass das Loop. Tja, wem sollte ich es wohl sonst überlassen? Wo ist er? Wir haben überall gesucht. Bikes hupen und jubeln nicht so für jeden. Das ist bestimmt... Steel Awesome ist sicher gerade angekommen. Er kann doch nicht einfach ohne uns anfangen. Jemand muss ihm sagen, dass wir nicht da sind. Wir müssen Luke finden. Aber dann verpassen wir die Show. Das spielt keine Rolle. Wir müssen weitersuchen. Zoom und los geht's. Lalalalu, lalalalu. Wuhu. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Walalali. Diese Spuren sind frisch. Sie sind von Loop. Er muss in der Nähe sein. Wow! Hey, Luke, was macht ihr denn hier? Wir suchen nach dir. Aber dann verpasst ihr es dir. Klettere rauf und lass uns loszoomen. Wir sind da. Lasst mich runter. Lasst mich runter. Wow! Das ist unglaublich, dass er das gemacht hat. So was Megatolles habe ich noch nie gesehen. Steel Awesome ist ein Held. Oh ja. Ich fürchte, wir haben die Show verpasst. Und das nur wegen meines Plattenreifens. Dann können wir wieder zurückfahren. Ja. Es ist vorbei. Na komm, Loop. Wir bringen dich zu Maxwell. Dann repariert er deinen Reifen. Ups! Entschuldigung. Entschuldige. Steel Awesome! Ja, so nennt man mich. Manchmal nennt man mich auch der unglaubliche Steel Awesome. Musst du aber nicht sagen. Ich bin dein super größter Fan. Ja. Ich auch. Ich auch. Ja. Du bist der Größte. Hey, danke. Ihr seid auch super. Wie war meine Show? Wir konnten nicht dabei sein. Ich hatte einen Platten. Ja, ziemlich mega super, was? Vielleicht meine beste überhaupt. Außer dem Ende. Dem fehlt noch irgendetwas. Wie auch immer. Ich bin dann weg. Ja. Warte doch mal. Hey. Hä? Hey, zeig das noch mal bitte. Meinst du das? Ja. Das ist es! Das ist das Ende, nach dem ich gesucht habe. Ich muss das gleich ausprobieren. Wollt ihr zugucken? Wow! Oh,
Kannst du das glauben, Loop? Er hat das von dir! Jetzt hat Steel Awesome einen tollen Trick mehr! Du warst einfach unglaublich! Mega super toll! Coole Loopings! So was habe ich noch nie gesehen! Das verdanke ich dir und deinen Freunden. Wisst ihr, ein Bike ist nichts ohne seine Buddies. Und ihr seid echt großartige Buddies. Offizielle Steel Awesome Buddies Abzeichen. Wow. Bis zum nächsten Mal. Der beste Tag meines Lebens. Dass ich einen platten Reifen hatte, ist das Beste, was mir je passiert ist. Aber ich sollte jetzt lieber mal in die Werkstatt, oder? Ja, unbedingt, du. Wow, das Fest ist so fantastisch. Da! So viel zum Gucken. Viel zu viel. Zu viel cooles Zeug. Seht doch da, da sind Ballons. Ballons? Ballons! Ich will einen blauen und einen grünen und einen mit rosa Punkten drauf. Loop, nur ein Ballon pro Bike. Es soll doch jeder einen bekommen. Das ist Code 101. Lieber für alle ein, statt für niemanden kein. Ich darf nur einen aussuchen? Oh. Fahrt doch schon mal ohne mich weiter. Das wird hier noch eine Weile dauern. Was denn jetzt passiert? Code 1010, es gibt einen riesigen Bike-Stau in der Stadt. Es sind wohl alle auf dem Weg hierher zum Fest. Ja, aber jetzt habe ich ein Problem. Ich muss doch hier sein und besser beim Ballonverkauf helfen und auf das Fest aufpassen. Wir könnten doch aushelfen. Die Festpolizeigehilfen stehen ab sofort bereit. Nun, versprecht ihr darauf zu achten, dass alle die Festregeln befolgen? Ja, Wachtmeister Blinkau. Nun denn, Kennings. Ihr seid offiziell angestellt. Loop, DJ, ihr helft besser dabei, auf den Ballons dann aufzupassen. Oh, und ich passe auch auf Loop auf. Vielen Dank. Scudio, Ricky, ihr seid auf Patrouille. Achtet immer auf die Regeln und sorgt dafür, dass sich alle dran halten. Ich lade die Regeln sofort auf mein Tablet runter. Denkt daran, wenn sich alle ordentlich an die Regeln halten, dann haben auch alle viel Spaß. Und das ist das Wichtigste überhaupt, ne? Keine Sorge, Wachtmeister Blinker. Wir schaffen das. Alles klar, ihr Hilfspolizisten. Ihr passt auf, bis ich zurück bin. Los, Hilfspolizisten? Ja, ab auf Patrouille, los! Hey, ich war aber zuerst hier! Ja. Hey, hey, hier ist Hilfspolizist Ricky! Hör zu, es gibt eine Regel für das Problem. Ich glaube vielleicht, richtig? Ja, Code 61. Alle stellen sich vor dem Karussell hintereinander in einer Reihe an. Habt ihr das gehört? Alle hintereinander abstellen! Hallo? Zum Glück haben die Hilfspolizisten Hilfspolizisten. Eine Reihe bilden. Super gemacht! Oh ja! Dreimal hintereinander. Kann ich einen vierten versuchen? Noch einen vierten? Ich will endlich einen ersten. Ich bin dran. Nicht streiten, Leute. Die Festpolizisten werden das klären. Das Fest muss immer festlich sein, nicht, Scudio? In den Festplatzregeln steht geschrieben, dass jeder immer nur einmal an der Reihe ist. Ja, aber du kannst die Regeln doch ein bisschen ändern. Für deinen Lieblingscousin. Richtig, Kumpel. Weißt du, Cousin, Kumpel, ich würde ja gern, aber, Regeln sind nun mal Regeln. Deshalb heißen sie auch so. Ach, voll langweilig.
Ich hoffe, dass wir nicht zu streng sind. Und ich hoffe, dass es am Imbissstand auch frittierte Gurken gibt. Komm mit! Ein Ball, ein Ballon. Nur ein. Ich würde Ihnen gern mehr geben, aber das ist die Regel. Sie müssen sich entscheiden, wie Luke. Grün! Nein! Gelb! Lieber lila! Ich glaube nicht, dass er überhaupt irgendwann mal einen aussucht. Süßes und Snacks! Hallo, Ricky. Hallo, Scootio. Toot, was kann ich dir Leckeres geben? 3 Karamellbonbons, bitte. Oh, und außerdem ganz viel Kaugummi. Und ein Kirschhoff möchte ich auch. Und ich nehme eine frittierte Gurke und einen Hotdog. Nein, Ricky, wir haben ein kleines Problem. Guck dir diese Regel an. Jeder nur einen Snack? Oh. Aber ich will unbedingt Kaugummi und Saft. Das ist nämlich voll lecker zusammen. Du verdirbst das ganze Fest. Aber das ist doch nicht meine Schuld. Das sind die Regeln. Und Regeln sind voll doof. Wartet hintereinander. Nur eine Runde für jeden. Ist nicht so viele Snacks. Was kommt noch? Nur ein Ballon pro Bike? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hab's echt versucht. Wir wollen ein fröhliches Fest. Und deine Regeln machen alles langweilig. Doch Meister Blinker sagte, das Allerwichtigste ist, dass alle auf dem Fest Spaß haben. Und bedeutet das, dass ich mehr als einen Ballon kriege? Das sind doch nur Ballons, oder? Was kann einer mehr schon schaden? Ich denke nicht, dass was Schlimmes passiert. Freunde des Festes, als eure Festhilfspolizisten, sagen wir, ihr kriegt mehr als einen Ballon, wenn ihr das wollt. Vielleicht noch mehr als einen. Und kriegen wir auch mehr als einen Snack? Und können wir vielleicht weiterwerfen, bis wir einen Rekord brechen? Dürft ihr und dürft ihr. Ich finde, die einzige Regel lautet, wir haben alle Spaß. Ja. Hey, es ist gar nicht so schwer, Hilfspolizist zu sein. Alle freuen sich jetzt. Ja, schlag ein. Es gibt keine Snacks mehr. Wir haben einen Code Rot Snack-Notfall. Ich wollte nie glauben, dass man wirklich zu viele Karamellbonbons essen kann. Aber es ist so. Es ist so. Ich konnte nicht mal eins davon kosten. Vielleicht hat die ein Snack für jeden Regel doch einen Sinn. Ohne die Regeln spielen hier wirklich alle komplett verrückt. Kommt doch, Leute! Jede Farbe! Ich muss mich nicht entscheiden! Nein, Luke, du musst landen! Alles prima! Landen ist voll einfach! Lupi, Puster!
Festivals unterwegs. Wieso gucken denn nur alle in die Luft? So viele Ballons. Sehen Sie den lila Ballon? Es gibt eine lila. Wie ist denn das passiert? Wir haben ihm vielleicht doch mehr als einen Ballon gegeben. Das ist nicht nur mehr als einer. Das ist mehr als nur mehr als einer. Das habe ich doch gesagt. Keine Sorge. Hilfspolizist Ricky kommt zur Rettung. Tauchcheck. Spoiler raus. Supersicht. Bin bereit. Zielen und Rettungshaken, los! Dass die Regeln einen Sinn haben. Nein? Vielleicht sieht das Bündel Ballons nach ungefährlichem Spaß aus. Aber ohne Regeln kann man schon mal abheben. Hey, du Hunter! Nur ein Ballon vorbei! Das weißt du doch! Keine Sorge! Ich hab sie! Wow. Achtung! Hä? Notfall! Was ist passiert? Etwas Schlimmes? Etwas Schlimmes? Aber nein, es ist viel schlimmer als schlimm. Mir wurde doch tatsächlich vom Polizeihauptquartier befohlen, einen Tag freizunehmen. Wieso guckt ihr so gelangweilt? Das ist doch das Allerschlimmste. Einen Tag frei zu haben, ist doch mal schön. Nee, absolut nicht. Wer soll denn darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, wenn ich nicht da bin? Das könnte ich doch machen. Es ist ein sehr großer Herzenswunsch von mir, einmal Wachtmeister zu sein, seit Sie es gerade erwähnt haben. Aber Sie haben doch keinen blassen Schimmer von meiner Arbeit. Und was ist da mit der Post? Das mache ich. Nennen Sie mich ab jetzt den Hank Zoom Express. Aber was ist, wenn es einen Notfall gibt? Machen Sie sich keine Sorgen. Dann sind Ricky und ich zur Stelle. Mein Motor ist immer startklar. Na, dann werde ich ihn wohl nehmen müssen. Den freien Tag. Wachtmeister Hupser? Wer? Oh, ja, das bin ja ich. Ich übergebe Ihnen meine Pflichten und den Stern. Denken Sie immer dran, schnell vorzudienen und es zu schützen und alle 1000 Codes des Regelbuchs zu beachten. Okidoki. Ach, und sperren Sie den Abenteuerpark ab. Der wird heute nämlich gebaut. Betrachten Sie ihn als komplett abgesperrt. Bis bald! Genießen Sie den freien Tag. Erholen Sie sich! Meister Hupser ist jetzt einsatzbereit. Und der Hank Zoom Express liefert so schnell die Post aus, dass einem schwindelig wird. Unsere Papas sind großartig. Nein, sie sind großartiger als großartig. Tut mir leid, falsche Richtung. Ich auch. Sollten wir den beiden besser folgen? Ja, vielleicht brauchen sie Hilfe. Oh, eine glitschige Ölpfütze. Mal nachschlagen, was zu tun ist. Hey, Luke, ich hab gehört, dein Papa macht heute Wachtmeister Blinkers Arbeit. Ja, er benimmt sich schon wie ein richtiger Wachtmeister. Ah, Code 71 Öl kann ein quietschiges Rad unquietschig machen. Das ist ein guter Rad. Okidoki Bikes, hier spricht der Wachtmeister. Nehmt Anlauf und schlittert durch die Pfütze. Einen schönen Tag noch. Ich habe es einfach drauf.
Nun ja, er ist fast wie ein richtiger Wachtmeister. Vielleicht sollten wir ihm helfen, wenigstens ein bisschen. Rettungshaken, los! Gute Arbeit, Five Boys! Papa! Hallo, Papa! Wie läuft es denn so mit der Post? Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht und ich bin echt gut! Seht ihr? Ich wusste, dass er das toll macht und dann auch noch so schnell! Danke. Vielleicht etwas zu schnell. Er hat eben die Päckchen verwechselt. Und mein Papa hat vorhin die Polizei kurz verwechselt. Wenn sie das wissen, werden sie traurig. Denn sie geben sich echt Mühe. Sie werden sicher besser, oder? Und zwar ganz sicher bald. Okay, ja, du bist eine Sirene. Ich weiß, dass du eine Sirene bist. Eine ungezogene Sirene. Ungezogen. Eine freche, ungezogene Sirene. Vielleicht wird es doch eher der spätere bald. Wir könnten ihnen ja helfen, ohne dass sie es bemerken. Was? Heimlich helfen, ohne dass sie es bemerken? Aber klar! Was kann dabei schon schief gehen, oder? Bike Buddies, zoomen wir los! Ja! Das war's! Bitte schön stillhalten! Oh, ihr lieben Päckchen! Ist das ein Durcheinander! Wow! Was ist denn passiert? Ich habe meinem Papa versucht zu zeigen, wie er am besten die Post sortiert. Aber er hat mit dem Verteilen schon angefangen, bevor ich fertig war. Deshalb läuft jetzt einiges schief. Ziemlich schief. Oh. Wieso? Immer ich? Mach dir keine Sorgen, Blip. Wir kümmern uns drum, dass jeder das Richtige bekommt. Wir werden beim Sortieren helfen, damit mein Papa die richtige Reihenfolge einhält. Danke, Freunde. Das ist wirklich fast zu einfach für mich. Ich warte auf ein Paket mit wichtigem neuen Werkzeug. Aber dein Papa flitzt hier so schnell herum, dass ich ihn einfach nicht erwischen kann. Keine Sorge, Herr Rumpler. Ich bin sicher, er liefert es gleich aus. Oh, das wäre schön, Ricky. Wir können sonst nämlich das Hubbelkarussell vom Abenteuerpark nicht reparieren. Ach so, deshalb hat Wachtmeister Blinkerloops Papa gesagt, dass der Abenteuerpark abgesperrt werden muss. Ob Herr Hupser wohl daran gedacht hat? Überprüft's besser. Mhm. Er wird es schon nicht vergessen haben. Das Hubbelkarussell. Weißt du noch, was für einen Spaß wir hatten, als wir klein waren? Wollt ihr eine Runde drehen? Für Herrn Rumpler finden.
Ich kann es leider nirgendwo entdecken. Das war wirklich der größte Spaß meines Lebens. Ich könnte für immer die Post austragen. Und ich für immer nur Polizist sein. Das ist einfach nur einfach. Oh, oh. Los, verstecken. Ricky? Scootio? Was macht ihr da? Sortiert ihr etwa meine Post? Es tut mir leid, Papa. Wir wollten nicht, dass du und Herr Hupser denkt, dass ihr eure Arbeit nicht gut macht. Und deshalb haben wir dann heimlich etwas mitgeholfen. Bei mir etwa auch? Aber ich hatte doch alles unter Kontrolle. Und zwar ganz allein. Ricky, wir sind auf dem Hobbykarussell und es ist außer Kontrolle geraten. Schnell, ihr müsst helfen. Es hält einfach nicht mehr an. Code Rot, im Abenteuerpark gibt es einen Notfall. Ich bin auf dem Weg. Don, ich meine Wachtmeister Hupser, Sie haben den Park doch abgesperrt. Oh, richtig, ja, das wollte ich eigentlich gerade tun, ja. Aber das können wir doch auch später machen. Denn jetzt müssen wir zuallererst das Paket mit Werkzeugen für einen Rumpler finden. Lasst es uns aufspüren. Zoomcam, los! Gefunden. Es ist wohl verloren gegangen. Vielleicht war ich doch etwas zu schnell. Ja, kann sein. Aber genau jetzt brauchen wir deine Schnelligkeit. Was meinst du, Papa? Gibt es jetzt eine Notfalllieferung vom Hank Zoom Express? Klingt nach einem perfekten Job für mich. Vielleicht kann Wachtmeister Papa, ich meine Hupser, den Weg frei machen, damit Herr Zoom auch losgehen kann. Ja! Lasst uns loslegen. Ja, und alle anderen fahren zum Abenteuerpark. Also, beiden Buddies, suchen wir los. Ich wette, meine Mama hat schon alles unter Kontrolle und das Karussell gestoppt. Mama! Ich hab versucht, es zu stoppen, aber es ist außer Kontrolle. Da oben ist ein Notfallknopf. Spoiler raus! Super Sicht! Bin bereit! Danke! Alle aussteigen! Alle aus dem Weg! Bahn frei! Der Hank Zoom Express ist unterwegs! Geht's nochmal nach Hause? Es dreht sich alles. Alles in Ordnung. Uns ging es nie besser. So, jetzt muss das Ding nur noch repariert werden. Gut, das sollte erstmal reichen. Mal los, etwas mehr Schwung. Wuhu, ja! Nun ja, das war mal ein Versuch. Ich glaube, ich bleibe besser ein Rettungsbike. Ich vermisse meine Briefe und Päckchen. Sich diese Regeln zu merken, ist nicht mein Ding. Oh, aber meins. Wachtmeister Blinker, ich habe Sie am meisten vermisst. Bitte tun Sie das nie wieder. Niemals, niemals, nie. Ha, scheint ja ein ruhiger Tag gewesen zu sein, wie es aussieht. Vielleicht sollte ich öfter mal einen freien Tag nehmen. Nein. Hey, was jetzt?